Es naht ein Licht in dunkler Nacht, ich spür den warmen Schein. In Stille mach ich mich bereit, in mir soll Weihnacht sein. In mir soll Weihnacht sein. Kirchberger Adventkranz Segnung 2020. Vieles ist anders in diesem Jahr. Eines bleibt gleich. Das ist die Hoffnung auf das Licht. Die Hoffnung im Weihnachtenlicht. Kirchberger Adventkranz Segnung mit dem Lied Wir sagen euch an den lieben Advent. Diesmal nicht gesungen, sondern gesummt. Ich lade alle ein, mitzusummen und einen eigenen Text im Kopf mitzudenken. Bald ist nahe der Herr. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Stellvertretend für viele beginnen wir hier die Feier des Advents und des Weihnachtsfestkreises mit der Adventkranzsegnung, zu der ich euch recht herzlich begrüße. Der Adventkranz ist ein Zeichen der Hoffnung, dass nicht Dunkel und Tod, sondern Licht und Leben siegen werden. Der grüne Kranz bedeutet Leben, Ewigkeit und Hoffnung. Das Licht der Kerzen, die schrittweise entzündet werden, begleitet uns durch die Wartezeit des Advents auf das Geburtsfest des Lichtes, auf Jesus Christus, der das Licht der Welt ist und der zu Weihnachten kommt. So wollen wir beten. Lebendiger Gott, dein Sohn Jesus Christus ist das Licht der Welt. Erfülle unsere Herzen mit deinem Licht. Lass uns zu Lichtbringern für andere werden. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft also, was dem Herrn gefällt und bringt Frucht, die aufgeht. Denn alles Erleuchtete ist Licht. Wort Gottes. Dank sei Gott.
war Licht in der Nacht. Der Schein ist 2000 Jahre alt, doch jeder kann spüren, wenn's finstert, dass wärmer wird, dass auf die Welt überfällt. Es ist rund um ein Hoffen, es ist keiner verloren. Es muss keiner verzogen. Seid friedlich und tut's eng vertrogen. So bitten wir um den Segen für diesen Adventkranz und für die Adventkränze, die ihr zu Hause gerichtet habt, um den Segen für die Kerzen, die uns Licht in dunkler Zeit geben mögen und die uns hinführen mögen auf das Fest der Weihnacht, auf das Kommen des Lichts, auf Jesus Christus, dem, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wandelt nicht in der Finsternis. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus hat uns versprochen, bittet, dann wird euch gegeben. So bitten wir zu dir, Jesus Christus, du Licht der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Lieben, die uns Licht schenken, Jesus Christus, du Licht der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die nur mehr Dunkelheit sehen, Jesus Christus, du Licht der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Kranken und für alle, die sich um sie sorgen, Jesus Christus, du Licht der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, dein ewiges Licht ihnen. Darum bitten wir dich und dafür danken wir. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So bitten wir, Herr, steh uns bei in diesen Tagen des Advents, in diesen herausfordernden Tagen unserer Zeit. Sei du das Licht, das uns leuchtet und gib uns Mut und Kraft, für andere, die im Dunkeln sind, selber Licht zu sein. Amen.
Der Adventjudler sagt es. Lichter der Weihnacht, des Adventkranzes, wollen uns Hoffnung geben. Und Hoffende durchbrechen die Schatten der Nacht. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen aus Kirchberg alles Gute.